Am Gärtnerplatz in München will die Polizei am Samstagmorgen um 1.23 Uhr einen Mann einer Ausweiskontrolle unterziehen. Bereits im Vorfeld haben 7 Polizisten bei mehreren Menschen Kontrollen durchgeführt. Der Mann wehrt sich offenbar gegen die Kontrolle. Es kommt zum Gerangel mit 2 Beamten, die ihn zu einem Streifenwagen bringen wollen. Bekannte des Mannes versuchen, die Kontrolle zu verhindern. Dabei werden auch Schlagstöcke eingesetzt. Ein Beamter schlägt mehrfach mit seinem Schlagstock zu und trifft dabei einen anderen Mann ins Gesicht. Daraufhin folgt eine heftige Auseinandersetzung. Nach kurzer Zeit trifft Verstärkung der Polizei ein, unter anderem eine Einsatzhundertschaft. Erst dann kann die Situation unter Kontrolle gebracht werden. Später kommt es zur Festnahme von 2 Personen in einer Seitenstraße. Es handelt sich um Männer, die den Kontrollierten befreien wollten. Der Mann, der vom Schlagstock getroffen wurde, erlitt eine blutende Wunde an der Lippe und musste von einem Rettungssanitäter versorgt werden. Die Polizei war mit mehr als 20 Streifenwagen im Einsatz. Am Gärtnerplatz kam es in der Vergangenheit immer wieder zu Polizeieinsätzen. Partygänger halten die Mindestabstände nicht ein und machen Lärm. Erst am Mittwoch hat der Münchner Stadtrat auf Antrag der CSU-Fraktion ein neues Alkoholverbot in München beschlossen. Nach dem Hin und Her der letzten Tage aber nicht mehr stadtweit, sondern nur für Hotspots, an denen sich viele Menschen draußen treffen. Das war natürlich eine sehr, sehr heftige Auseinandersetzung. Ich war in den vergangenen Wochen häufiger am Gärtnerplatz, denn hier kommt es immer wieder zu Ruhestörungen und Lärmbelästigungen. Und dann ist die Situation komplett eskaliert um 1.23 Uhr. Da wollte die Polizei eine Gruppe von Schwarzen kontrollieren. Laut Polizeiangaben waren das so rund 25 bis 30 Leute. Die haben sich gegen Mitternacht unter das Partyvolk gemischt und hatten laute Musik gehört. Und daraufhin sind 4 Beamte auf diese Gruppe zugegangen, wollten eine Ausweiskontrolle durchführen. Dagegen hat sich dann derjenige gewehrt und wollte seine Personalien nicht herausgeben. Dann wollte man ihn zum Streifenwagen führen. Und dann sieht man das ja, wie hier auf diesen Videos dann Freunde von ihm oder Bekannte greifen dann die Polizisten an, wollten das unterbinden, wollten, dass er flüchten kann. Und dabei wurde auch mehrfach der Schlagstock eingesetzt. Nach 30 Sekunden kam dann auch mehr Unterstützung. Dann wurde der ganze Gärtnerplatz geräumt. Dann kam auch die Bereitschaftspolizei. Wir haben die Bilder gesehen, sieht heftig aus. Hat sich denn die Polizei zu den Festnahmen am Gärtnerplatz jetzt mittlerweile schon im Detail geäußert? Im Detail noch nicht. Die Polizei hat mir aber kurz vor 12 Uhr bestätigt, dass jetzt aus Neutralitätsgründen das Bayerische Landeskriminalamt das Sachgebiet für interne Ermittlungen diesen Fall jetzt übernommen hat. Denn die Beamten prüfen jetzt den Schlagstockeinsatz des Beamten, der ja da den Mann, wo wir es jetzt sehen können, nochmal im Bild, das müsste jetzt gleich zu sehen sein, der dann ausholt und jetzt den Mann mit dem Hut dann im Gesicht trifft. Und weil es ist eigentlich tabu. Polizisten schlagen nicht in Richtung des Kopfes. Da können schwerste, wenn nicht sogar tödliche Verletzungen zugefügt werden. Deswegen prüft das Landeskriminalamt, ob dieser Einsatz angemessen war. Mein Eindruck war allerdings, dass es hier ein Gerangel gab. Die Situation war komplett außer Kontrolle, dass der Polizist nur ausholen wollte, um die Menge in Schach zu halten und auf Abstand zu halten. Und ich bin mir ziemlich sicher, dass er nicht vorhatte, den Mann gezielt ins Gesicht zu schlagen, weil das machen Polizisten in der Regel nicht. Mehr Nachrichten und Breaking News nur bei Bild. Schau dir hier das nächste Video an und vergiss nicht zu abonnieren.